Ja, jetzt an meiner Seite Herr Völkers, ich grüße Sie recht herzlich. Was verbindet Sie denn mit dem Klönschnack und dem Blankeneser Neujahrsempfang? Eine ganz, ganz lange Vergangenheit. Ja. Ich wohne ja seit vielen, vielen Jahren in den Elbvororten in Blankenese. Ja. Meine Eltern haben hier gewohnt, meine Großeltern haben hier gewohnt. Insoweit begleitet mich der Klönschnack sozusagen von der Kindheit an. Ja. Aber er begleitet mich insbesondere geschäftlich, seitdem wir hier mit der Hausmaklerei begonnen haben. Ja. Denn der Ursprung von Engel Völkers hat an der Elbschosse 414 stattgefunden. Beste Adresse. Und da war natürlich das regionale Zeitungsblatt, wo wir schwerpunktmäßig inseriert haben, der Klönschnack. Wir hätten Sie beinahe auch mal angetroffen, und zwar auf Mallorca. Da hatten Sie auch ein Benefiz, glaube ich, Turnier. Ich glaube, es ging um Golf, kann es sein? Polo wahrscheinlich. Oder Polo wahrscheinlich, genau, fast das Gleiche. Fast ganz ähnlich, und da hätten wir Sie beinahe angetroffen, aber immerhin waren wir auf der Yachtmesse, da haben wir auch Engel und Völkers angetroffen. Was gibt es denn Schönes über Sie zu erfahren, über Ihre Ausrichtung des Unternehmens, irgendwelche Innovationen vielleicht? Was möchten Sie gerne über Ihr Unternehmen sagen? Ja, also da kann ich natürlich sehr viel sagen. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Gib eine halbe Stunde bitte. Genau. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Meilenstein ist die Tatsache, dass ich seit Ende letzten Jahres aus der aktiven Geschäftsleitung des bestehenden Geschäftes, des Maklerunternehmens, ausgetreten sind. In dem Unternehmen gibt es jetzt 12.000 Mitarbeiter und 1.000 Büros. Wir sind auf der ganzen Welt gut vertreten und gut verteilt. Und ich kümmere mich zurzeit schwerpunktmäßig um die gesamte Digitalisierung. Ja. Das heißt also Digitalisierung/Automatisierung des Geschäftes. Ja, ja. Und da wählen wir sogenannte Greenfield-Ansätze, wo wir also mit einem völlig neuen Konzept die Hausmaklerei so ein bisschen neu erfinden. Ja. Und das ist mein Thema zurzeit, was Sie machen. Ansonsten, die Märkte sind stabil. Es läuft wunderbar. Wir verdienen allen Ländern vernünftiges Geld. Soweit eine rundum gute Situation. Herrn Viereck hatten wir damals mal kennengelernt. Ja. Das sollten ja auch bekannt sein. Er ist aber, glaube ich, nicht mehr in Ihrem Unternehmen, oder? Nicht mehr im Unternehmen, nein. Aber das heißt jetzt nicht, dass Sie, sofern Sie jetzt aus dem aktiven Geschäft sich herausgezogen haben, die Geschäftsentwicklung sich selbst überlassen, sondern Sie gucken schon auf die Zahlen und auf die einzelnen Mitarbeiter, oder ist das völlig autark? Nein, nein. Ich habe ein großes Glück, dass der jetzige CEO war ein damaliger Co-CEO, der ist seit 20 Jahren im Unternehmen. Ja. Wir sitzen nach wie vor sozusagen im gleichen Büro und tauschen uns täglich aus. Also da findet ein reger Austausch statt. Aber es ist einfach so, die Digitalisierung und auch das, was an neuer Technologie da draußen wartet, das erfordert auch komplette Aufmerksamkeit und Konzentration. Ja. Insofern auf der einen Seite ein bisschen loszulassen und zu wissen, dass das Unternehmen in guten Händen ist und auf der anderen Seite das Geschäft betreiben zu können, das macht enorm viel Spaß, wenn es dann der Blick nach vorne ist. Nach vorne ist. Was dürfen wir denn privat dann über Sie erfahren? Wenn Sie mehr denn je als Privatier vielleicht des Weges gehen, gibt es auch eine Verlagerung in privaten Dingen, wo Sie sagen Hobbys oder irgendeine Form von Lebensinhalt und Lebensstil, den Sie pflegen? Was darf man persönlich über Sie erfahren? Ja, also es ist so, mein Arbeitseinsatz ist zurzeit nicht weniger, sondern leider mehr geworden. Ach so. Ich bin also zurzeit mehr unterwegs als davor, weil eben so viele Möglichkeiten auch bestehen. Das darf man nicht vergessen. Und es ist so, es gibt ja so vier Komponenten, die man braucht, um als Unternehmer einigermaßen erfolgreich aktiv zu sein. Das ist Exekutionskraft, nicht? Man muss das Ding umsetzen können. Man braucht Kreativität. Ja. Man braucht Geld. Mhm. So, und die drei Sachen sind jetzt so ein bisschen da, sind so vorhanden. Ja. Jetzt ist eine ganz wesentliche Sache dazugekommen, was auch meinem Alter letztendlich zuzuschreiben ist. Mhm. Erfahrung. Ja, wunderbar. So, und mit diesen vier Dingen hat man natürlich jetzt als Unternehmer eine enorm hohe Produktivität. Ja. Und diese Produktivität, die will ich zurzeit nicht auf der Straße liegen lassen, sondern setze ich mich also stark, sehr, sehr stark ein und versuche die auch auf die Straße zu bringen. Ansonsten privat wohne ich nach wie vor in den Elbvororten, freue mich da über ein kleines Haus, in dem ich lebe. Sportarten oder irgendwelche kreativen auch Dinge. Sportarten, jeden Morgen setze ich auf ein Pferd von 8 bis 9. Das wollten wir doch mal erfahren, Herr Völkers. Jeden Morgen setze ich auf ein Pferd von 8 bis 9. Wir machen ein sogenanntes Arena-Polo. Mhm. Das machen wir in Ostdorf in einer Halle mit einem Freund von mir und zwei weiteren Polospielern, zwei argentinischen Polospielern. Und das hält mich fit, das mache ich von 8 bis 9. Ansonsten habe ich noch junge Kinder, mit denen ich in den Hamburger Elbvororten lebe. Also zurzeit so eine Balance, wo man sagen kann, so kann das Jahr beginnen. Es hat sich doch nochmal gelohnt nachzuhaken, weil den Menschen auch kennenzulernen ist uns besonders wichtig. Und vielen Dank für dieses Gespräch. Genießen Sie den Abend und Ihnen noch weiterhin viel Erfolg mit Ihrem Unternehmen. Ja? Herzlichen Dank. Dankeschön.